Am vergangenen Wochenende fand in Kolsersberg ein Retro-Skirennen statt. Die Teilnehmer tauschten dafür modernes Skimaterial gegen hölzerne Fasstauben ein. Mit diesen Vorfahren der heutigen Ski versuchten sie in passender, trachtiger Kleidung und nur mit einem Haselstrauchstock zum Balancieren ausgestattet, einen Riesentor-Slalomkurs so schnell wie möglich zu bewältigen. Stilgemäß wurden keine Tore, sondern Dachsen verwendet. Der Kurs verlief hinter den Hoferstuben und umfasste rund 500 Meter und ca. minus 80 Höhenmeter. Gestartet wurde in den vier Gruppen Kinder, Schüler, Damen sowie Herren. Auf Anhieb am besten kamen die jungen Läufer mit den wackeligen Fasstauben zurecht. Wenig verwunderlich gelang die Tagesbestzeit einem 10-jährigen. Benny Currigan fuhr mit 44 Sekunden und 90 Hundertsteln als schnellster ins Ziel, was ihn bis zur nächsten Auflage zum Führen des Ehrentitels Fasstaubenkönig berechtigt. Der schnellste Herr benötigte nur 700 länger. Peter Tautscher vom mitveranstaltenden Verein Lauf dem SV Rijker Colserswehr nutzte den Heimvorteil und seine Raffinesse, um dem eigentlichen Lokalmatador Maximilian Kellerer ein Schnippchen zu schlagen. Bei den Damen siegte dafür Christine Kellerer in souveräner Manier. Sie ist die erste Kolsersberger Fasstaubenkönigin. Die Piste war in perfektem Zustand. Etliche Teilnehmer hatten allerdings mit der Tücke des Objekts zu kämpfen, sei es wegen der rundlichen Fasstauben oder aber wegen der Streckenführung, die sich besonders kurz vorm Ziel für manche als Überraschung herausstellte. Selbst die Streckenchefs fassten hier Strafsekunden wegen Torfehlern aus. Hauptinitiator Franz Stöckel betreut seit seiner Pensionierung den Hoferlift und sorgt mit Jugend- und Vereinsarbeit für Action in der Skiarena Kolsersberg. Sehr zur Freude des hiesigen Tourismusverbands, dem die Retro-Mode gerade recht kommt, für seine neue Markenidentität. Auch die Gemeindevertreter von Kolsersberg und Wehr, die Bürgermeister Alfred Obertanner und Markus Seierfeld, nahmen die Idee zur neuen Veranstaltung mit Wohlwollen auf und sogar selber teil. Alfred Obertanner gelang auf seinem Übungshang ein herzeigbarer Lauf, der ihn fast bis aufs Podest brachte. Für 2016 planen die Veranstalter vom Radsportverein Wehr Kolsers und dem Laufteam SV Rijker Kolsers Wehr die Anschaffung weiterer Fasstauben, um bessere Trainingsmöglichkeiten im Vorfeld zu bieten. Die Ergebnisse, Fotos und alle weiteren Infos finden sich auf der Homepage kolsersberg-ran.at.